Servus Leute und seid herzlich willkommen zur nächsten Folge der WWE-Karriere. Auf jeden Fall, wir haben in der letzten Folge gesehen, also dass es ein maskierter Fan war, also nur ein Fan, also ein Fake, also nicht der echte, wie oft habe ich gerade also gesagt, das war es mal wieder komplett. Das heißt, dass es also nicht der echte war und ja, es bleibt immer noch die Frage offen, wer es dann eigentlich war, der uns hier die Karriere bei der NXT so richtig vermasselt hat. Wir drücken jetzt weiter. So, this is what you had to build for our big rematch, right? What is it, a tetanus tornado match? Yep, it's a beauty, don't you think? I'd say it's more beast than beauty. Well, its official name is the Scrap Trap. Not only are we going to have our biggest streaming audience yet, we're doing it in one of WWE's most iconic venues. It's like we're invading their territory. Man, I wish I could see the look on Triple H's face when he sees this. Where did this even come from? Where did you dig this up? All over. I salvaged it from other wrestling promotions, a junkyard scrap. That section is from WCW's Triple Cage. That is from an ECW cage, and I believe that side used to be an old prison fence. Pretty neat, huh? I think a better name would be Death Trap. This violates every health code known to mankind. Yeah, it does. Also es gibt wahrscheinlich jetzt hier wieder ein Steel Cage Match zwischen Cole und mir wahrscheinlich, oder Cole und Luki halt. Und ja, ich weiß immer noch nicht, wie man dann aus dem Ring klettert. Entweder man macht natürlich so einen OMG-Moment, also dass man halt Cole dann wahrscheinlich gegen das gegen den Käfig da wirft, oder halt, dass wir drüber klettern, aber das muss ich alles nochmal nachschauen, vielleicht wird das auch erklärt. Und da können wir hier nochmal mit Cole Quinn und Baron Blade reden. Wir reden erstmal hier mit Cole. I saw what happened in Mexico. Too bad some idiot had to go and ruin a great match. Das ist schon okay. Es gibt keine schlechte Publicity, stimmt? Yes, Baron. Wie war es in Japan? Japan was great. I was free to be myself and the fans really respected that. So, I'm gonna try that from now on here in the US. Kein Black Hole Cole mehr. Schade, mir gefiel er irgendwie. Alter. Nein, der war furchtbar. Ich glaube, du hast als Cole Quinn eine lange Zukunft vor dir. Yeah, assuming I survive the scrap trap tonight. Ich weiß, da wünsche ich uns beiden viel Glück. Okay, so. Dann reden wir noch mit Baron Blade. Ist dieser Scrap Trap Käfig sicher? No! But that's the appeal of it. And you know what I always say. Skandale sind die Lizenz zum Geldtrocken. I do always say that, but that's not the catchphrase I was referring to. Oh, das hier ist Kai Palette. Yes, that's the one. Es ist nur so, dass alles richtig gut für uns läuft. Überleg doch mal, wo wir sind. Wir haben es binnen weniger Monate aus einer Highschool-Sporthalle in eine berühmte Location der WWE geschafft. Wir dürfen uns da nicht von einer Verletzung aus der Spur bringen lassen. Don't worry, you'll be fine. Have you had a tetanus shot recently? Okay, so, dann haben wir auch mit denen geredet und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zum Match und ja, zum Steel Cage oder halt, keine Ahnung, Trap Käfig oder so, Trap Cage, irgendwie so haben die den genannt. Okay, dann sind wir hier auch schon im Match angekommen und hier wird der Käfig runtergefahren. Ach so, man kann auch mit Pinfall gewinnen, ach so, ja, dann wird's natürlich hier was... Also dann verstehe ich es auf jeden Fall. Aber wer zählt dann? Ist hier überhaupt ein Referee? Ach nee, warte, vorhin bei Braun Strowman, oder halt bei euch in der ersten Folge, war es ja bei Braun Strowman auch irgendwie so, dass man hier halt was gehört hat von den Shiori und ja. So, wir sind jetzt hier im Match. Ich werde jetzt auf jeden Fall übers Match ein bisschen labern. Wir können uns natürlich auch in den nächsten Folgen hier ein paar Themen raussuchen. Vielleicht irgendwie, was ich zu Artikel 13 oder so sage. Keine Ahnung. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr was hören wollt. Oder wenn ihr was von mir irgendwie eine Meinung haben wollt.
So, und jetzt feiern wir uns hier nochmal. Zum Beispiel, was ich jetzt hier zu FIFA, zu aktuell sag, können wir ja mal machen, jetzt hier gerade. Also zu FIFA muss ich sagen, derzeit macht's nur noch Bock, wenn man irgendwie so SBCs hat oder so. Halt die Weekend League, sonst macht's halt ernsthaft gar keinen Spaß, dieses Spiel. Meiner Meinung nach, Division Rivals ist jetzt meiner Meinung nach auch irgendwie schon wieder so, na, spiele ich eher nicht so oft. Also, ich spiele es auch nicht oft. Ich hole mir einfach nur die Division Rivals Punkte, indem ich halt die Weekend League spiele, weil da bekommt man auch pro Spiel oder pro Sieg halt irgendwie so 400 Punkte. Und ja, das ist halt meiner Meinung nach ernsthaft zu viele Spiele sind es dann in der Woche. Weil du machst 30 an einem Wochenende, du hast damit 10 Stunden am Wochenende, ja, halt meiner Meinung nach verschwendet manchmal schon. Vor allem, wenn man dann die Rewards einfach nur, in den Rewards halt einfach nur Scheiße zieht. Also bei mir war es diese Woche so, also ich habe kein Video jetzt hier für euch gemacht. Diese Woche habe ich einen Allison in Form, also in Rot. Und noch irgendwie Rashica, also diesen Prima in Form da, in Rot. Und ja, die Packs, ich habe nicht mal ein Walkout gezogen. Es war ein 50k-Set, 3 35k-Sets und 2 15k-Sets. Also da kann man auf jeden Fall schon mal draußen Walkout ziehen. Weil ich bin ehrlich, eigentlich muss man da sogar einen draus ziehen. Du spielst da 30 Spiele an einem verdammten Wochenende. Und was bekommst du? Meiner Meinung nach gar nichts. Also, wer ist denn das eigentlich? Das ist, nee, das ist nicht Baron Blade. So, also den machen wir gerade auf jeden Fall ein bisschen fertig. Diesen Cole. Ah, und er hat gekontert. Aber wir kommen dann zurück und haben jetzt einen Signature. Und den machen wir auf jeden Fall gleich. Und da kommt er auch. Er kommt an. Ah, in seine Eier. Und ja, er kommt auch an. Und damit können wir jetzt unseren geladenen Finisher rausholen. Und dann war's das wahrscheinlich auch für Cole, wenn der ankommt. Komm, ja, er kommt an. Let's go. Und dann pinnen wir den auch gleich. Und hoffentlich gewinnen wir. 1, 2. Nur 2, okay. Also FIFA macht mir in letzter Zeit wirklich nur noch die Weekend League und SBCs Bock. Also vor allem das mit Wochenaufgaben. Das sollten sie meiner Meinung nach mehr bringen. Also zum Beispiel Tagesaufgaben ist ja okay, dass sie da nur Bronzesets hergeben, aber bei Wochenaufgaben. Zum Beispiel in FIFA 18 gab es ja so zum... Oh, jetzt 619, Digga, Kappa. Probieren wir es mal. Ja, geht nicht. Ich habe keine Ausdauer. Also zum Beispiel in FIFA 18 gab es ja zu Black Friday, glaube ich, was. Oder Once to Watch. Gab es ja auch solche Sachen wie Spiele, 40 Spiele in dieser Woche. Oh, und er kontert auf jeden Fall. Und hat jetzt Signature. Und ah, das ist sein Signature. Fuck, wir haben ihn nicht gekontert. Oh, und er will... Ja, komm mal, Abfahrt. So, wir haben heute auf jeden Fall noch kein Match verloren. Okay, ja, heute war auch noch... Das ist sogar unser erstes Match heute. Lol. Ist mir gerade... Und sein... Finisher kommt an. Nein. Pin uns einfach. Nein. Nein. 1, 2... Nein, nein. Und ich muss wiederholen. Nein. Es ist einfach so behindert, Mann. Mann, ey, beim Pinfall kommt es mir manchmal so vor, dass es am Anfang so richtig schnell geht und dann kurz bevor er dann bei dem Teil da ist, dass er dann da kurz so stoppt und dann ganz langsam wird. So kommt es mir manchmal vor. Also, dass halt irgendwie das so ist, dass man nicht immer gleich trifft. Ja, dann können wir jetzt hier ein bisschen mehr noch quatschen auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte ich hier eigentlich keine Laber-Folge heute machen, sondern eher so, ja, halt eine ganz normale Folge. So, wo wir uns über Wrestling unterhalten. So.
Okay, ja. Jetzt feiern wir uns hier. Au, 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 Luki. Huh. Hä? Lol. Ups. Und jetzt schlag ihm hinten ran. Ey, immer der mit seinem verfickten Kopfstoße. So. Also, auf jeden Fall. Falls ihr FIFA sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich nur Livestreams machen. Weil ihr könnt natürlich auch Formate reinschreiben. Halt zum Beispiel Squad Builder Battles kann ich jetzt auch machen. Ich habe jetzt wieder PS Plus. Och, und der ist mal wieder motiviert als fuck, Alter. Nicht mal mit bis 1 konnte der Schiri zählen. Weil du so scheiße bist. Komm, pin uns nochmal. Pin. Komm, pin uns. Ah, jetzt. Also der ist auf jeden Fall jetzt wieder hoch motiviert, aber wir kontern. Und jetzt renne ich. Ey. Oh, und ich kann nicht kontern. Ja, Abfahrt, komm. Ach komm, und wie er schon wieder kontert. Ey, das ist doch gerade unnormal. Ja, ja, komm, komm. Er kann gerade nicht kontern. Let's go. Also wir müssen eigentlich wieder nur pinfallen, okay? Also für FIFA gibt es wahrscheinlich bei mir jetzt auf dem Kanal nur noch Livestreams. Bei mir fallen eigentlich außer die Bayern-Karriere halt ernsthaft keine anderen Videoideen ein. Und natürlich, ich finde FIFA immer noch geil. Ich werde es auch weiterhin spielen, aber halt auf YouTube jetzt derzeit wahrscheinlich weiterhin nicht bringen. Also natürlich wird weiterhin FIFA das Hauptgame sein, aber WWE wird jetzt hier auf jeden Fall kommen. So. Und jetzt konzentrieren wir uns hier wieder auf den Fight gegen Cole. Ja, probier. Ah, kann ich? Ja, ich kann sogar. Komm, probieren wir es mal. One. Ah? Ah, wir haben schon mal mehr bekommen. Also, weiter. Ah, und er kontert. Und wir kontern nicht zurück. Schade. Also, wir sind wieder kurz vor dem Finisher. Und jetzt haben wir ihn auch. Komm, nur noch kurz Ausdauer aufladen. Dann ihn hochheben. Oder er kommt einfach hoch. Abfahrt unter. Komm, Signature. Er muss ankommen. Warte, das war doch nicht. Ich dachte schon, Alter, das ist doch nicht unser Finisher. Signature. Jetzt. Und er hat nicht gekontert. Er hat nicht gekontert. Das zweite Mal, also insgesamt halt mit dem Match davor. Und jetzt komm. Der geladene Finisher. Der muss ankommen. Und dann haben wir gewonnen. Und der kommt auch an. Er kommt an. Und jetzt kommt direkt der Pin hinterher. Komm, Luki, du gewinnst das. One, two, three. Let's go. Und wir haben gewonnen das Match gegen Cole jetzt hier. Das zweite halt nach einer Wiederholung dann. Auf jeden Fall haben wir hier verdient gewonnen. Und ja, hier sehen wir nochmal den Luki, wie er sich freut. Und dann gehen wir hier auf weiter und mal schauen, was danach noch kommt. That truly topped anything you've ever done before. But I'm afraid I got some bad news. What? Yeah, what happened? Our pay-per-view stream went down in the middle of your match. No one watching online got to see how it ended. Did the site crash or something? What happened? No. We were taken down intentionally. By Triple H. Triple H? How could he even do that? He and WWE's lawyers are claiming they have exclusive rights to broadcast from this venue. Damn it! And now we're getting flooded with refund requests. Don't think you're getting any bonus checks for this show, guys. I'm sorry. Does either of you know if you can return slightly used jet skis? I might have jumped the gun on purchasing a couple. We'll circle back to that later. First, Triple H unfairly pulls my contract from defending myself from an attack, and now he's trying to sabotage our business? We have to strike back. They have a team of lawyers and an endless supply of cash.
You guys just competed in a cage made from an old prison fence. What could we possibly do to them? Well, you said it earlier. Tonight was like we're invading their territory, right? So, what if we actually did that? What do you mean? I mean, we hit Triple H exactly where it hurts the most by selling him used jet skis. Invading NXT. Invading NXT. Totally on the same page as you, Buzz. I don't know about this, guys. It seems risky. Why? We've both been rejected by WWE, so what do we have to lose? Right? And this is what you wanted, Baron. You wanted this. You said it yourself. Our plan was to stick it to Triple H. So what do you say? I think we're gonna need a really big stick. That's what I'm talking about! Also, hat der gerade davon gesprochen, irgendwie, dass wir jetzt zu NXT fahren und irgendwas da machen oder so? Ich habe gerade wirklich nicht so richtig gecheckt, was der da gerade labert, also der Loki. Also gerade, ne? Muss man sagen, war irgendwie komisch drauf. Also auf jeden Fall aggressiv, aber der Cole, was für Jetskis, Digga, hat der sich Jetskis gekauft? You got the tickets? Front row, just like you wanted. This is your electric bill. Oh! Sorry. Wrong pocket. No. Thank you. This is it, Buzz. You ready? Oh, I'm ready. You guys remember when Triple H and DX invaded WCW? People still talk about that to this very day. This is going to be very good for us and BCW. Just be ready for anything. I'll be pulling for you. Okay, so, Kapitel 3 haben wir damit abgeschlossen und haben hier auf jeden Fall jetzt viele Punkte. Mexiko-Platz haben wir jetzt hier auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt hier einen Haufen Hallen bekommen. 3 Highschool-Parkplatz, also halt da, wo Autos und so stehen. Scrap-Trap-Käfig und hier wieder sowas. Also, wir können auf jeden Fall mal ein Pack-Opening machen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Wir können ja mal danach schauen, ob wir das irgendwie machen können. So, und ich würde sagen, wir reden jetzt hier mal mit Rome Blade. Cut a promo rather than get into a fight with anyone. Less risk of injury that way, right? Du hast recht, so vermitteln wir allen am besten, warum wir hier sind und machen auch noch gute Werbung für BCW. Ich glaube, wir müssen mehr tun als nur reden. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was wir machen sollten. Ich sollte mir mit Cole darüber reden. Wir sollten auf jeden Fall, also ich würde auf jeden Fall das eigentlich das mit BCW halt Werbung wegstreichen und halt nur reden und halt sagen, dass das eine gute Idee ist. Aber ich würde sagen, wir sollten das nehmen. Okay, so, dann haben wir mit Baron Blade hier auch schon geredet und ja, dann geht's jetzt hier noch zu Cole. I thought we should jump someone tonight to really make an impact, but I trust your judgment. So, dann gehen wir jetzt hier anscheinend rein in die NXT oder in die NXT-Aufführung, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir sogar gegen Triple H dann kämpfen, wäre auf jeden Fall geil. So. Next week's show is one you don't want to miss as Velveteen Dream takes on Adam Cole and what is sure to be... Sorry to interrupt, Michael, but something's going on in the crowd. Wait, I recognize those two. Isn't that... Hey, don't give them the attention they want by saying their names. Well, now they've crossed the line. Can somebody do something about this? Apparently, our visitors weren't satisfied with just being spectators. Okay, halt dich zurück und wir lassen dich in Ruhe. Wir werden NXT zerstören. Anscheinend waren unsere Besucher... Okay, halt dich zurück und wir lassen dich in Ruhe. Wir werden NXT zerstören. Also wir wollen eigentlich schon kämpfen, würde ich sagen. Triple H does not own us and he obviously can't control us. We are dangerous. Will someone please get these idiots out of our ring? And we are going to destroy NXT. At least cut their mic off. You will see us again. You want to cut my mic? Is that what you want to do? You just want to cut my mic? That's fine.
That's fine. We... Oh, look. Get them out of here now. Come on, guys. Hey, hi. What's up, guys? Come in the ring. We did what we needed to do. We're here now. We're here now. Get used to it. Down this way. I'm going right here. You're going. Is this where you want us? Okay, we're going. We're going. We're going. You're welcome. Oh, he's got the right idea. He's got the right idea. I'm going. Let's go. I'm going. Go. We're here now. Suck it. Yeah. Uh-huh. You wanna go? You wanna go? I'm not gonna stop. Müssen wir jetzt nicht kämpfen? Als ob wir nicht kämpfen. Wir kämpfen ernsthaft nicht. Was ist denn das, Alter? Ey, ich wollte hier jetzt eigentlich kämpfen. Schade. That was awesome! Triple H must be losing it right now. I know. And even better. We're trending. Yeah. I know I had my doubts about this, but this kind of attention will really help our next BCW show. Yeah. But before we get there, how are we going to strike next? What do you mean, strike next? This wasn't a one-time thing? Oh, no. You're all about the buzz, right? You're all about the buzz? We got to keep this thing going. Yeah, I want to be trending nonstop. Triple H... He's gonna be ready for us next time, so we can't just buy tickets and walk in like we did tonight, okay? We need a different plan. I have an uncle who owns a costume shop. Okay, Cole hat anscheinend einen Verwandten gerade. Okay, die Facecam geht jetzt wieder in Ordnung, würde ich sagen. Und dann gehen wir jetzt hier rein oder weiter die nächste Woche. So, okay, dann sind wir hier und ich würde sagen, wir reden jetzt hier erstmal mit keinem und beenden oder verlassen jetzt hier erstmal die Karriere. Oh, hier können wir noch was machen. Also hier können wir noch alles schnell hier so machen, okay. Aber ich will jetzt mit euch hier noch ein paar Packs machen. Und, warte, wie kann ich das hier auch machen? Irgendwie Podcast, Einschalten, Sehfähigkeiten, mein Spielraum. Ah, vielleicht hier. Ach nee, hier können wir sowas sehen. Okay, Kapitel 2. 0 von 0 freigeschalten. Okay, hier sind wir noch. Also hier im Kapitel 4 können wir 0 von 7 freischalten. Ich denke mal von, also 7 Aufgaben so erfüllen, denke ich mal. Aber es wird doch safe nicht alle sein, oder? Als ob es nur 6 Kapitel gibt. Das wäre auf jeden Fall sehr wenig. So, und dann würde ich auf jeden Fall sagen, war's das von der Folge heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Und auf jeden Fall noch ein Like. Und ja, ich mache jetzt hier mal ein Pack auf und da könnt ihr mal kurz reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das öfters sehen wollt, ob ich vielleicht zum Anfang von jeder Folge hier so 1-2 aufmachen soll. Ah, was bekommen wir? Ah, was ist denn das? Banner. Also was, solche Teile am Einzug so. Okay, aber wir machen auf jeden Fall hier mal alles rein. Und ja, dann würde ich sagen, was das hier heute. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.